Ich muss die Basis auf jeden Fall zerstören, der Rest kann. Danach kann ich mich mit der Artilleriestellung kümmern. Unzureichende Mittel. Ich hatte doch irgendwo. Ich hab's doch gehört, er war doch fertig. Hier. Wir nehmen uns, was wir wollen. Nord lässt dich nicht einengen. Fahr da hoch und dann pack dich bitte. Schirmt die Tanks ab. Vorsichtig. Langsam. Dann brechen wir auf. Feindliche Basis in Sicht. Wir werden warten. Langsam. Oh nein, 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 zurück. Ganz schnell zurück. Die ganzen Panzer, die stören mich unheimlich. Aber ich komme da echt nur mit Flugzeugen rein. Mit Flugzeugen. Ich versuch's einfach mal. Versuchen wir mal den Bauhof zu killen. Schon unterwegs. Bestätigt. Feindliche Einheit 40. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Okay, Leute, vielleicht versuchen wir es erstmal mit dem Flughafen, ne? Immerhin ist er jetzt Schrott. Jetzt wird geerntet. Schirmt die Tanks ab. Baut. Tiberium ist die Lösung. Immerhin fährt er jetzt da hoch. Wir brennen. Einheit wird angegriffen. Oh, der Arsch einfach einen neuen, ja? Wie kacke ist das denn? Ben im Gleiter bereit zum Abheben. Flammen sind hungrig. Unzureichende Mittel. Da! Du merkst, ich kann ein bisschen stillstehen. Ich denke mich gerade nach, wie ich das am besten hier mache. Das ist zum ersten Mal wirklich richtig tricky. Langsam. Flammen sind hungrig. Wir werden warm. Vorsichtig. Feindliche Einheit wird angegriffen. Langsam. Ja, es ist soweit. Flammen sind hungrig. Bau abgeschlossen. Opfern Sie den Flammen. Brennt alles nieder. Ah, okay. Fürchtet das war's. Flammen. Scheiße. Das läuft doch gar nicht gut. Da sind überall Tanks und sowas. Goddammit, das ist echt schwierig. Ist so eine mobile, ich werde dich vernichten und so eine Position. Die Bahn sammle ich auch alle. Komm, ich werfe mal immer eiskalt so in das Minenfeld rein. Aber dann habe ich jetzt ein bisschen Mauer inzwischen kaputt gemacht. Hui. Tschüss. Na toll, davon ist die Hälfte aber auch nicht kaputt gegangen davon. Okay. Ich habe bekommen Geld, das ist glaube ich gut. Stimmt, weil ich jetzt Klaus die Bären absammle. Absammelverein, das ist auch ein schönes Wort. Und habt ihr schon mal was abgesammelt? Yay. What mein Plo. Irgendwie. Und so. Mau abgeschlossen. So, ich versuch's nochmal. Ausbildung. Und mit Wenn-Gleiter, was habe ich denn davon? Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Bau unterbrochen. Immer noch ein paar Vertigo-Bomber for the win. Baut. Und dann tarnen wir das hier oben noch irgendwie. Irgendwie tarnen wir das mal bitte noch. Ja, ich soll ja mit Sturf-Panzern arbeiten wir noch, wenn die scheiß Basis kaputt ist, alles klar. Oh nein. Zudem ist es, die Maps sind eben überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass man den übelsten Raubbau betreibt. Ja klar, der Sammler kann dich besser das scheiß Feld koordinieren als meine Flammenpanzer. Feurige Bitch, please. Hallo? Ja, hackt noch mehr rum. Oh Gott, der Müll. Ich warte hier auf den Sammler, bis er zurückkommt. Und zuerst mache ich aber dieses Gebäude kaputt. Oh, da kommen sie schon. Wenn im
Leiter bereit zum Abheben. Flammen sind hochfähig. Machen wir so, wie ich es im Singleplayer schon mache. Oh! Einheit befördert. Cool, da war eine Rangkiste, wusste ich gar nicht. Aber noch ein bisschen zurück, damit du auch getarnt bist. Ich jetzt gerade richtig, dass sie da oben Stress machen wollen bei mir. Roger. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Verstanden. Jetzt ziehen sie sich zurück, weil sie mich nicht mehr sehen. Feindliche Basis in Sicht. Verstanden, wir greifen an. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Nähere mich Ziel. Erfasse Ziel. Wir haben sie auf dem Radar. Armin im Visier. Feuer! Armin im Visier. Mit sie nieder. Feuer! Armin im Visier. Feuer! Mach sie fertig! Armin im Visier. Wir haben sie. So, das ist schon besser. Wird die Bombe das kaputt machen? 3-3. Geh kaputt! Mein, du gehst kaputt. Geh kaputt! Danach nerven die übelst. Das ist auch schon fast kaputt. Und das. Komm schon! Zerstören! Geh kaputt! Ja, du hast draußen was gebaut, okay? Ja, die Basis muss weg! Die Basis muss weg! Sonst wisst ihr, was ihr machen müsst, Leute. Okay, wir haben sie auf dem Radar. Nein! Oh Gott, dammit, nicht da hoch! Holen wir sie uns. Okay. Feuer! Oh nein, jetzt habe ich die. Dafür wurden wir ausgebildet. Bleib dran! Die falsche Nummer erwischt mir jetzt mal. Dann machen wir erstmal die ganzen Gebäude hier in Ruhe kaputt. Und die Verteidigungsanlagen und die Teile hier. Und dann fliegt man dahin und werden wir aggressiv. Alles klar, viel Spaß noch. Oh, dammit, Sammler! Geh dahin. Hier voll der Raubbau. Hier ist nichts mehr. Aber jetzt wird es ein bisschen entspannter, nenne ich das mal. So, und hier oben war das gut. Wie viel haben wir denn davon? Ihr seid die 8. Die 8. Und ihr geht hier runter und tötet alle, alles klar? Einheit befördert. Und ihr renkt euch mal ein bisschen langsam auf. Ja, hier oben kürzen sie bald ab. Einheiten in Sicht. Ja, komm, ist mir egal. Einheit wird angegriffen. Ja, fahrt ruhig so langsam, den Wendekel denn da. Dafür wurden wir ausgebildet. Wie sieht's aus? Macht sie fertig! Oh nein, die sind Juggernauts. Oh, ich fühle mich mal wie der dümmste Spieler ever, aber okay. Dafür wurden wir ausgebildet. Bin gleich dort. Haben ihn im Visier. Wir haben sie. Alles klar. Geh kaputt. Koordinaten erfasst. Na klar. Feuer! Bam. Wir haben sie. Okay. Haben ihn im Visier. Und die haben einen Dreier verwundet mit den Kaiter.
bin gleich dort. Okay, what to do next? Scanner der Nähe. Sammler wird angegriffen. Meine Sammler, auf meine Sammler aufpassen, ne? Ja, fahr halt da oben hin, ist mir auch egal. Ich glaube, die 3 war es, ne? Nein. Ja, also macht mir die oben noch kaputt, die stören mich ein bisschen, die Nerven, dann machen wir die kaputt. Oh. Anstrengend! Na klar. Dann machen wir das Heißteil kaputt, das stört nämlich super. Und anschließend machen wir das kaputt. Okay, Roger. Dann machen wir das kaputt, dann machen wir das kaputt. Und dann machen wir die kaputt. Und nötige Bombe, ihr habt ja gerade Langeweile, ne? Macht mal das hier hinten kaputt, bevor ich es vergesse. Schon unterwegs. 3, ja. GDI-Artilleriestellung zerstört. Einsatzziel erreicht. Okay. Koordinaten erfasst. Nack. Ja, da oben ist noch so eine... Feindliche Basis in Sicht. Wir haben sie auf dem Radar. Feindliche Einheiten in Sicht. Warten auf Zielkoordinaten. Kann ich jetzt nicht angreifen? Kanal ist offen. Wie jetzt? Kann ich nicht angreifen? Wenn im Gleiterbereich. Okay. Ah, das Teil. Hinten sogar ein Firebox drauf. Okay. Einheit verloren. Einheit wird angegriffen. Oh, die Basis ist tot, weil ich die komplett zerstört habe. Das ist aber auch nicht. Was gibt's? Ja, ihr geht erstmal. Ihr geht erstmal alle ganz entspannt zurück zur Basis. Roger. Dann baue ich hier. Hey, ich habe alle Kraftwerke zerstört, deswegen ist die Basis down, ist aber auch nett. Ja, okay, dann machen wir das mal gleich noch. Wir machen das Bonus-Ziel erstmal zuerst und danach beenden wir diese scheiß Mission nach über 30 Minuten Spielzeit, ist aber auch gut, ne? Ja, ich habe Einheiten hier, die ich nie verwende, das ist ganz normal. Das werdet ihr bei mir im Spielverlauf noch ganz oft sehen. Ich bin schon Einheiten, die ich nie verwende. Alles gut. So, Leute. Okay. Koordinaten erfasst. Feindliche Einheiten in Sicht. Feindliche Basis in Sicht. Jetzt mit dem Rick, ey, keine Ahnung. Es wurde kurz, ist kurz aufgeleuchtet, nenn ich es mal. Okay. Da. Warum können die jetzt angreifen? Na, ist egal. This may take a while, sag ich mal. So. Ja, aber das habe ich schon ziemlich oft gesagt, ne? Das sind so Dinge, die ich öfters mal sage. Flugzeugträger. Was macht der nur? Kann man da Minenfeld drauf werfen? Ich glaube, das wäre super lustig, wenn das Flugzeug jetzt dadurch kaputt geht. Let's see. What happened if I do this? Okay. Wurde vorher abgeschossen. Mit denen haben wir noch richtig viel Stress bekommen. Ah ja, es erinnert mich wieder daran, dass es hier in dem Spiel keine richtigen Wassereinheiten gibt. Nein, das heißt natürlich. Geh in Position. Wobei ihr, Leute, wie viel haben wir davon? 2, okay. Naja, die Verteidigung ist sowieso komplett down. Ausbildung. Oh, überrennen wir den immer mit einer gewalten Armee. Hab ich da jetzt Bock drauf? Hatten der hier alles gehabt. Er hatte dann Schlagern, ein paar Schlaggernots. Ich glaube, Flammpan sind nicht die schlechteste Wahl dafür. Glaube ich. Irgendwann hatte ich mal rausgefunden, dass die Basis übelst anfällig ist gegen Infanterieeinheiten. Abgebrochen. Was gibt's? Unzureichende Mittel. Alles ruhig. Okay. Koordinaten erfasst. Alter, da kann ich mal so nennen, dass die hinten auch geheilt werden. Das wäre echt super. Vertigo-Bomber. Passe Kurs an. Danke.
Das ist nämlich echt schwierig, so Lufteinheiten irgendwo. Ich denke mal, hier ist das Einheiten, hier unten ist das Logo. Einheit befördert. Bonusziel erreicht. Bam und tschüss. Roger. Verstanden. Dann machen wir es mit. Genau, die war voll anfällig gegen Infanterieeinheiten. Und deswegen, aber es fällt mir erst irgendwann immer auf, wenn ich die, wenn ich das ganze Zeug erst am Ende bin, indem ich so die alle lieber rennen könnte. Okay. Dann fällt mir sowas auf. Weil guck mal, die hatten hier Verteidigung gegen das, die hatten Luftverteidigung, die haben irgendwelche Useless-Fahrzeuge, die... komm, die können zwar darüber einlaufen, die haben solche billigen Fahrzeuge, ich glaube... Die können nicht schwer hinter Infanterie überrennen, dann haben hier unten so ein Infanterieteil und hier Luftverteidigung dieses Zeug. Die haben aber keine richtige Infanterieeinheitabwehr, deswegen verrenne ich hier jetzt mit ein paar schwarzen Einheiten. Und das ist meine letzte Verteidigung hier oben. Schwarze Hand einsatzbereit. Ja. Bei inzwischen ist es aber auch egal, glaube ich. Wie ich das mache, jetzt bin ich ja nochmal auf aggressiv. Bauen wir noch irgendwas anderes? Nö, eigentlich nicht. Ne? Wir dürfen nichts mehr bauen. Wir bauen nichts mehr außer schwarze Hand. Aber wir haben sowieso kaum noch Geld, deswegen. Oh yeah, perfekt. Na, jetzt haben wir jetzt einmal 22 Minuten Parts zu werden. Oh, ein Stück Mauer. Wobei, warte mal kurz. Da lag da Zeug in der Basis drin und da kann man einsammeln, garantiert Geld gibt. Komm mal mit, mein Stiff-Panzerchen. Die Kisten bringt doch was. Außerdem möchte ich unten vergessen, den Kraftwerk kaputt zu machen, ne? Ganz leise. Geleitet zum Ziel. Wir warten dort. In Wartestelle. Einheitenkiste, okay. Lol, jetzt habe ich zwei. What the fuck? Ich wusste gar nicht, dass es gibt. Feindliche Einheiten in Sicht. Schön ruhig. Und machen wir das noch kaputt. Und danach das und das. What the fuck? Lol, Einheiten gießen. Boom, habe ich zwei. Damit muss man dann mal. Bei Kane's Rache mit einem Redeemer drüber laufen. Mal sehen, ob das auch funktioniert. Bam, zwei Redeemer. What? Ich war mit einem... Na, sechs Stück, das passt schon mal. Und ihr seid die Nummer 9, weil ich... 9. Ich habe keine Ahnung, welche Zahlen alle vergeben sind. Ich musste mal anfangen, eigentlich müsste ich mal so 1, 3, 5 vergeben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, immer irgendwelche anderen random Zahlen zu vergeben. Mauern werden sie nicht schützen. Wo hat denn der noch Lufteinheiten? Einheit wird angegriffen. Vernichtet sie. Sie widersetzen sich Kane. Auf jeden Fall. Gebiet sicher. Guck mal, jetzt hast du mal auf Feuer versus riesigen Juggernaut-Artillerie-Shit. Die 9 war, ne? Alle können schwere Infanterie, was die schwarze Hand ist, nicht mehr mit einfachen Billigfahrzeugen überrennen. Und die restlichen dann bitte auch noch da rein. Ach, was soll's, wozu eigentlich? Bam, 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 bam. Selbst wenn das Zeug das an wäre, wäre das einzige, was hier wäre, einfach das einzige hier, diese Guardian-Kanone überhaupt eine Gefahr dafür. Ja, dann tschüss. Alter, die noch kaputt machen. Warum auch die mir nicht angreifen? Ich meinte eigentlich die hier. Die Raketentruppen, aber ich glaube, die sind gerade weggepackt. Ja, okay, macht's kaputt. Macht's kaputt! Spüre die Macht der Hitze! Hahaha, geh ich in der Kabel. Oh Gott. Das hatte ich auch nicht schmeißen. Bam.
Ah, nur 40 Minuten gebraucht. Bam, 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 bam. Yay. Ja. Bam, jetzt bringen wir jetzt jemanden durch alle erreicht. Ja, das, ey, komm, es tut mir immer noch leid, es ploppte kurz auf und bevor ich das Wort ich schicke meine Wendigkeit dahin denken konnte, war das weg, deswegen bekommen wir es halt nicht. Ich werde es auch nicht nachspielen, tut mir leid. Tut mir leid. Ich hoffe, ihr verzeiht mir da. Hallo! Gute Arbeit, Commander. T-Hex. Sie führten nicht nur Befehle aus, sie deckten auch Kanes Plan auf. Kommen Sie, schauen Sie her. Er baut eine Flüssig-Tiberium-Bombe. Na ach. Sehen Sie die Abscheide? Sie verhindern, dass das Tiberium die Ummantelung angreift. Das ergibt keinen Sinn. Wenn es Kanes Plan war, den Krieg zu gewinnen, warum hat er mich nicht eingeweiht? Weil du dumm bist. Nein, warte. Ihnen kann's egal sein, Commander. Ist es mir auch. Ich werde mich später damit befassen. Uns beschäftigt mehr die Lage in Australien. Ich bin schon unterwegs. Da wären Sie eine große Hilfe. Aber Kane hat gesagt, Sie bleiben hier in Sarajevo. Er könnte jetzt jeden Moment im Prime Temple auftauchen. Ich hoffe, dass Sie meine Bedenken für sich behalten. Aber natürlich, ah. Hä? Also dann? Viel Glück, Commander. Wir beide werden es brauchen, denke ich. Du eher als ich, glaub mir. Akt 3. Der Feststand in der Nähe von San Diego, gelbe Zone 1. Und wir dachten schon, das war's. Keine Ahnung, woher die das wussten. Aber die GDI hat den Transporter mit Kanes Gerät abgeschossen. No! Und er will es wieder haben. Die ganze Region ist voller GDI-Einheiten. Sie müssen zur Absturzstelle gelangen. Ich melde mich dann, wenn sie dort sind. Viel Glück, Commander. Das wird ein heißer Tanz. Oh no. Prime Temple in der Nähe von der Region, auch G1. Hallo Kane, wahrscheinlich? Die Fertigstellung der Bombe nähert sich bald dem Ende. Es fehlen nur noch die Komponenten aus Brasilien. Die Zündungen und die Auslöser sind schon bereit und können eine Kettenimplosion der Kristallgitter und der Flüssig-Tiberium-Behälter auslösen. Doch der Explosionsdruck reicht vielleicht nicht aus, um... Dann entwickeln Sie einen anderen Zünder. Das ist ein bisschen ungern, aber die GDI ist im Vorteil. Wie ich es Killian schon sagte, wir werden unsere Feinde nicht auf dem Schlachtfeld besiegen. Die GDI reagiert wie erwartet, denn sie zieht all ihre Streitkräfte in Sarajevo zusammen. Deine erste Aufgabe, die Bergung der beim Transit aus Brasilien verlorenen Waffenteile. Danach musst du uns genug Zeit verschaffen für die Fertigstellung der Waffe. Anschließend beginnt dann Phase 2 meines Plans. Wenn alles gut läuft, ist vielleicht bald ein Platz frei in meinem inneren Zirkel. Tschüss, Killian. Spoiler. Was? Nein. Nein. Das würde niemals passieren, oder? Aber egal, im nächsten Part werden wir das Teil abholen und so. In Slowenien, Osteuropa. Ist gar nicht so weit weg von uns übrigens, by the way. Aber egal, im nächsten Part geht's dann hier weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn die Mission ein bisschen länger gewesen ist, aber es hatten wir ja schon mal. Und wir sehen uns im nächsten Part. Und denkt dran, Kane lebt.